Er ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr saht nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Geht's gerade um uns? Weiß ich gar nicht. Im Kampf mit Talal versuchen? Nee, genau, okay. Es geht nicht um uns, es geht um Talal. Okay. Also es wird wohl dann unser Feind sein. Wir müssen weg da. Wir müssen zurück ins Büro. Geht's noch weiter? Oh, komm. Leute, das ist mal leichtes, euch zu erledigen. Oh, ich sag's noch. Hallo. Entschuldigung, das war nicht so gut. Oh, der ist dazwischen gelaufen. Oh, das tut mir leid. Hab ich richtig ausgeholt zum Schlag und er rennt einfach dazwischen. Entschuldigung. Büro, Büro. Nee, darf ich, kann ich hier durchlaufen? Oder ist die Endstation? Lol, was macht er denn? Der humpelt erstmal eine Runde. So. Ja, ich muss im Büro. Ich habe nämlich einen Termin. Und zu spät kommen mag mein Chef gar nicht. Deswegen muss ich mich so beeilen. Ich glaube, mit dem Rennen müssen wir echt gar nicht so aufpassen, ne? Hab ich das Gefühl. Guck mal, das geht voll klar. Ich war da am Anfang sehr vorsichtig. Das tut mir auch ein bisschen leid. Weil das kostet halt immer so unglaublich viel Zeit. Aber jetzt weiß ich aber. Oh, Handy vibriert gerade kurz. Alles schön. Ein bisschen von oben rein, ne? Komm nicht von irgendwie von unten. Gut, dann werde ich ihn mal ein bisschen beeilen jetzt auch, was das betrifft. Da war ich am Anfang ja immer sehr, sehr zurückhaltend. So. Bürger retten. Gerade keine Zeit. So. Ab ins Büro. Zack. So. Mal gucken, was wir für neue Informationen erhalten. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an, wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Gib mir die Feder, Alter. Aber es muss reichen. Da ist sie. Das ging ja echt schnell jetzt, ne? Bei den anderen müssen wir so ewig Sachen machen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Leise. Wir machen es ganz leise. Das ist doch unsere Spezialität. Geil, vorspulen. Das ist immer gut. Vorspulen finde ich immer gut. So. Talal inspiziert sein Lager täglich. Das Anteil sollte besser bei seiner nächsten Inspektion. Nicht besser, einfach überhaupt. Okay, mal gucken. Auf zu Talal. Diese andere Mission, da guck mal, die ist schon verschwunden, oder? Ja. Die hat sich verdünnisiert. So, wir laufen wieder unten lang, oder? Das ist echt, es ist einfach entspannter. Da muss man dann nämlich nicht immer von Dach zu Dach und so. Das ist, klappt immer ganz gut. So, man lernt ja auch aus seinen Fehlern, ne? So, okay, Talal, ich komme. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ob man so ein Duell hat, nee, ne? Ich meine, er ist Bogenschütze, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie so ein Duell haben. Müssen wir hier irgendwie in eine Burg rein oder so? Ist das irgendwie, keine Ahnung, Königszone oder? Oder was? Wir müssen wahrscheinlich jetzt. Geht weg. Entschuldigung. Wo müssen wir hin? Ach, hier geht's noch weiter. Ich dachte, hier ist Schluss. Alter, die Bude. So, wir müssen hier rein, ne? Kann ich auf das Dach rauf? Ich geh mal hier hoch, ne? Was steht ihr da herum? Geht! Okay. Ich denk mal, wir werden von. Oder? Kommt man von hier oben rein? Ich guck mal. Ne, okay, wir müssen. Oh. Hab mich gesehen. Überraschung! Nein! Falsches. Fuck, ich wollte natürlich einen Attentat machen.
Weiter kann ich. Oh, sind alle weg. So. auch eine Option. Da lass dich fallen. So. Okay, dann machen wir wieder auf Attentat hier zurück. Hier rein? Ne. Ich glaube, wir hätten einfach durchgehen können, oder? Ich weiß es nämlich gar nicht. Weil die sind, laufen ja wieder normale Menschen rum. Der betet die ganze Zeit immer. Will er sich auch wie tarnen oder so? Weiß ich nicht. Aber die sehen hier alle schon etwas wohlhabender aus. Können wir jetzt mal um die Ecke? Ja. Ich habe nicht. Ach nee, jetzt, ach, wir sind jetzt wieder bei dieser Irrenanstalt. Guck mal hier. Oh Gott, die sind gruselig so. Diese ganzen Leute, die hier immer irgendwie mit diesen Krüppeln und Behinderten handeln oder was auch immer. Nicht schön. Das ist nicht schön. So. Wo ist denn hier unser Kumpel? Hier drin? Oh. Alter. Alter. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen. Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Alter, es ist... Das ist schon ein bisschen scary, ihr ne? Ihr wollt den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Alter, die Bude. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Was? Ich sollte mein Dings mal wechseln. Scheiße. Ja? Kann... Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Da oben. Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Gar nicht. Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ah, scheiße. Da ist er. Aha. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Endboss, du. Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Okay. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Die sind wahrscheinlich... Oh Gott. Okay, ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich ein bisschen besser. Schlag doch zu! Geht ja wahrscheinlich immer mehr Leben. Oh Gott, Alter. Alter, Hilfe! Nein, was machen die? Alle sind übel gut, okay, das, ja, okay, den haben wir. Jedenfalls, was das betrifft. Okay, die haben auf jeden Fall mehr drauf, als ich mir merkt, Mann. Alter! Hey, guck mal, die, was, wie gut sind die? Ich hab doch nichts. Jetzt. Ich hab noch keinen einzigen bekommen. Außer den einen da eben gerade. Jetzt läuft das schon besser. Oh, fuck. Erbärmlich. So, wir machen lieber mal Konter. Aber der schlägt gar nicht richtig zu. Ah, jetzt. Also, aua. Oh, wieso verteidigt er nicht? Wieso haut er nicht zu richtig? Er macht immer nur... Na, endlich. Bei den Kontern macht er... Oh Gott. Na, der war nice. Der war richtig nice. So, und auch du musst sterben. Da oben weiter, oder wie? Okay, ich denke mal, wir müssen hier weiter. Okay. Haltet ihn fern von mir! Okay, doch nicht. Jetzt werden wir wahrscheinlich beschossen, ne? Das hat sich schnell erledigt, junger Mann. Was? Der hat ja auch... Ich dachte, der hat einen Bogen. Aua. So, weiter geht's. Einmal kurz am Kopf kratzen. Entschuldigung, das musste kurz sein. Gott, wir haben noch drei von unseren Synchronisationsstreifen da oben. Dann ist er.
Was denn jetzt? Müssen wir zu ihm? Oh Gott, das. Ey, die. Wehe, wehe, wehe. Spring einfach, spring! Seht das? Nicht in Frieden. Alter. Wie viele? Es sind einfach zu viele. Sehen wir meine Messer nicht vielleicht? Oh, der ist ja schnell. Das muss ich mir nicht an. Lauf! Schlag zu! Schlag zu! Zeig's allen! Zeig's allen! Zeig's allen! Zeig's allen! Ja! Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Oh, dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, so Echo, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, hm? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Irgendwie ist in diesen Sequenzen mein Computer immer extrem laut. Oder oh, fällt mir einfach sonst nicht auf. Müssen wir noch kämpfen? Okay, ich glaube ja, aber das können wir, dem können wir aus dem Weg gehen, indem wir uns hier ganz professionell. Ich wollte mich jetzt eigentlich hochschwimmen. Wo will er denn hin? Da lang, genau, da lang. Wir müssen nämlich wieder zum Büro. Super, Wahnsinn, Alter, ihr. Wir müssen sie da mal für eine Runde verstecken. Da gibt es nochmal ein paar Gegner. Kann ich hier rüberspringen? Warte, guck mal, der Computer immer noch so laut ist. Nee, ich weiß nicht, ob was an diesen Sequenzen so aufwendig ist. Oder eigentlich ist überhaupt nichts aufwendig. Aber irgendwie. Geh doch mal da rein, ey! Kann ich, darf ich nicht? Ich glaube, ich muss kämpfen, ne? Oder ich darf das da nicht machen. Super. Wahnsinn. Whee! Okay, Verfolgungsjagd ist sehr spektakulär. Wir gehen mal Richtung Heimat. Jedenfalls unsere vorübergehendweise, unsere kleine Heimat, das Büro hier. Ja, verstecken Sie sich, das ist mir klar. Wo denn? Da. Nee, ist so weit weg. Kann ich noch woanders hin? Nee, da oben. Only da oben. So, ich durfte da eben nicht rein. Also jedenfalls nicht, um mich zu anonymisieren. Jetzt aber. Komisch, warum der Computer da mal so rödelt. Ich hoffe mal nicht, dass es da rumgeleckt hat. Das, wenn, dann tut es mir leid. Ich weiß nicht, ob er irgendwie die FPS irgendwie auf unbegrenzt stellt. Deswegen ist es halt so, jedenfalls für diese Zeit, anspruchsvoll. Aber es hätte ja sonst mit Spielen gar keine Probleme. Deswegen mache ich mir da keine weiteren Sorgen. Okay. Okay, einmal die Neuigkeiten überbringen. Ab geht der Peter. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Wir haben es geschafft. Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik. Aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Aber die und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja. Achso, jetzt fragt er jetzt bestimmt, ob ich wieder vorspulen möchte. Attentat beendet. Zurück zu einem Mualim. Darf ich das bitte vorspulen? Ja, bitte.
Wahrscheinlich übel weit, oder? Ja! Halleluja! Aber wieder den ganzen Weg zurückgehen, wo ich mich immer in diesem einen Gebiet da immer verlaufe. Achso, oh. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist er. Läuft auch heiß. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Gerne. Mal ein bisschen Pause von der Vergangenheit. Macht mich fertig. Datenbuch darf ich gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo unser Schlafzimmer ist. Aber so viele Ausgänge gibt es hier ja nicht. Ausgänge meine ich da. Ich glaube, da dürfen wir lang. Genau, da ist nämlich auch grün. Hat bestimmt nichts. Blau hat bestimmt nichts zu bedeuten, aber. Komm, wir schlafen noch mal eine Runde. Was zum. Jemand war hier drin. Was? Was? Sieht aus wie ein Zugangscode. Was? Wie geil ist das denn? Die geht da richtig in Stock. Alter, hier noch was irgendwie mit den Tüchern oder so? Ich dachte, wir legen uns jetzt schlafen. War's das? Aber nein. Alter. Ich geh mal pennen. Ich schlafe in der Nacht drüber. Hallo. Darf ich nicht? Ich glaube, okay, dürfen wir. Ich dachte, wir müssen jetzt mal quatschen mit der Frau. Mal gucken, was passiert. Der nächste Morgen. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Oha! Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Oh. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Sehr cool. Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Okay. Die Zeit drängt. Cool. Nice, aber was, mit den was hat das mit den Handtüchern auf sich? Da bin ich ja echt ein bisschen jetzt angepiekst, sag ich mal. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich nochmal Desmond. Ja, hi. Mit ihr quatschen kann. Mit unserer jungen, netten Dame hier. Kann ich nur mal mit ihr reden? Ne, ich darf nicht. Gut, dann müssen wir wieder in unseren Animus steigen. Na komm. Okay. Ich würde sagen, zurück in die Vergangenheit. Dann haben wir jetzt auch einen neuen Gedächtnisabschnitt, ne? Wenn wir da rausgehen, gibt es einen neuen. Da, wie viel gibt es eigentlich? Guck mal. Wir haben jetzt schon Zeit, das Programm das zu hier. Starten. 1, 2, 3. Also, ja, hier 1, 2, 3. 4 machen wir jetzt. Gibt es noch 5, 6, 7, 8 und zusätzlich. Also, es gibt noch einiges zu tun. Was? Fortsetzen einfach.